Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen 900 Pfund Favorit vorstellen und es geht dann auch gleich los. Da sind wir jetzt. Der Fendt 900er Favorit, der kostet dich 114.000 Euro. Den kannst du ja, wie du siehst, hier auch optimieren. Der hat 180 PS, eine Grundausstattung 132 kW entsprechend und 280 Euro Unterhalt am Tag und 530 Liter Tankvolumen, 50 km/h soll das schnell sein. Du kannst ihn hier kaufen mit Frontladeaufbau, kostet 800 Euro extra, oder hier für 7.500 hast du einen 900 2 Vario mit 210 PS und 154 kW und 300 Euro Unterhalt. Dann Reifen kannst du mit Radgewichte für 1600 Euro oder hier Felgenfarbe in Grau, kostet 500 Euro extra. Design haben wir hier, weißer Grill für 200 Euro und dann hier Horn für 300 Euro. Wir kaufen den einmal so, dass wir uns das gemeinsam anschauen. Dann haben wir hier für ein 924er Vario drin für 12.500 Euro extra, entsprechend 240 PS, 177 kW und 320 Euro Unterhalt. Ja, das bleibt sich gleich. Wir können hier natürlich in schwarz, also in rote Felgen kaufen. Dann kann man hier dunkelgraue Farbe, also ein Grill oder was das ist. Mal schauen, was das ist genau. Für 500 Euro extra, dann haben wir hier irgendwie einen Aufkleber, Rebo-Aufkleber für 300 Euro. So, jetzt haben wir dann, mal schauen, dann haben wir hier ein 926er Vario für 20.000, für 270 PS und 199 kW, 340 Euro Unterhalt. Das haben wir dann noch. Dunkelgrau weißer Grill für 700 Euro. Dann haben wir Zusatzbeleuchtung für 600 Euro. Bin mal gespannt. Dann hast du hier mit Chiptuning für 25.000 Euro extra. Also 305 PS, 224 kW, 350 Euro Unterhalt. Dann haben wir hier dunkelrote Farbe für 1500 und hier haben wir Trompete und Beleuchtung für 1200 Euro. Eigentlich kannst du wirklich sehr viel machen bei denen. Jetzt haben wir hier, also da haben wir ja noch Radgewicht, habe ich vergessen zu erwähnen. Und dann haben wir Breitreifen. Dann haben wir dunkelrot, weißer Grill. Und dann haben wir hier Stelle alle Details. Okay, mal schauen. Dann haben wir hier Michelin-Bereifung. Schwarze Farbe für 2000 Euro und dann wieder Standard. Das gibt es dann noch. Michelin-Reifen mit Gewichte. Und dann Schwarz und Weiß Grill für 2200. Dann haben wir was, bin ich mal gespannt. Michelin große Reifen für 3600 Euro. Dann wieder Standard. Das bleibt sich dann wieder gleich. Das haben wir ja dann. Und dann haben wir Michelin Reifen XM. Das dürfte eine Pflegebereifung wahrscheinlich sein für 4000 Euro. Bin ich mal wirklich mal gespannt. Und hier Pflegebereifung selber für 4200. Und dann Zwillingsbereifung für 6000 Euro. Und das war's. Wow, wir sind durch. Bin ich mal gespannt. Also hier, das ist ein Standard. Du kannst hier aufmachen die Motorhaube von innen mit IC-Steuerung. Dann kannst du die Frontscheibe aufmachen, die Seitenscheiben aufmachen, Heckscheibe, Dachluke kannst du aufmachen. Du kannst die Reifendrucksystem hier, wie du siehst, hier auch wählen. Dann, ja, dann sind wir hier mit die Radgewichte. Wieder mit Radgewicht. Wieder mit Radgewicht. Rote Farbe. Dann haben wir hier vorne noch so den grünen Bügel. Unter Elektrolik, Zapfwelle, Hammer. Ist sehr interessant, was es eigentlich hier so alles gibt hier mit den ganzen Reifen. Was haben wir hier vorne? Das. Ja, das ist eines, was nicht schön ausschaut. Das steckt zu nah dran. Ist nicht sehr schön.
Von der Seite sieht es ja geil aus, aber wenn man jetzt einfach dann direkt davor steht, es sieht nicht schön aus. Dann haben wir, wie ich erwähnt habe, hier die Pflegebereifung. Das sind hier dann die anderen Michelin-Bereifungen. Ja, es gibt halt so recht verschieden. Ich finde, das sieht sehr interessant aus. In Schwarz kommt da schon richtig geil rüber. Dann sehen wir hier mit der Frontladerkonsole noch und in Rot. Das ist so richtig Geschmackssache. So, jetzt dann nehmen wir hier den hier. Den habe ich schon mal zugelassen, wie wir sehen. Der andere sind nicht zugelassen. So, dann gehen wir mal in die Innenansicht rein und schauen uns das von innen an. Du kannst jetzt hier die Türe zumachen. Ist leider hier kein Sound zu hören. Dann kannst du hier die Kotflügel wieder einblenden. Du kannst das Fenster zumachen. Dann kannst du hier vorne das Nummernschild ein- und ausblenden. Ganzes Lenkrad. Vor und zurück. Leider kein Sound. Die Heckscheibe hat einen Sound. Komischerweise. Dann kannst du hier das alles also wegtun wieder. Oder wieder hier vor. Dann haben wir hier Reifendrucksystem, kannst du ein- und ausblenden damit und dann hier den Fronthydraulikkran öffnen. Da müssen wir mal die Richtung ändern. Sehen wir jetzt, ist offen. Dann gehen wir jetzt in die Innenansicht rein. Man hört was, aber hat jetzt nichts gesehen. Ah, jetzt sieht man's. Schon cool. Dann kannst du hier die Haube schließen. Leider ist kein Sound da. So, schalten wir mal die Rundumleuchte ein. Die kann man von innen drin mit der IC-Steuerung auch machen. Und das Dachlook. Cool. So, dann haben wir jetzt hier uns einen Glashänger. Der hat hier dynamische Schläuche. Der soll ja auch dynamische Schläuche haben. Dann sehen wir hier, das ist schön verbaut. Geht alles hin. Da ist halt für diesen Drag-Hänger halt die Kupplung zu weit oben. Leider kannst du sie nicht einstellen. Sehen wir hier das Reifendrucksystem. Wow, da hat er gute Achse, hat er. So, nochmal zur Retour. Dann sehen wir das hier. Passt ganz gut. Also das wünscht man sich. Das ist ein richtiger Traktor. So, dann schauen wir gleich hier mit Numbit 6 hinten. Mit Numbit 5 vorne. Dann hier mit F das normale Licht. Dann die Blinker. So, dann gehen wir mal in die Innenansicht rein, dann sehen wir das hier Ganze von innen. Die ganzen Armaturen. Alles schön beleuchtet, wie wir sehen. Spiegel scheint auch zu funktionieren. So. Gehen wir mal Gummi. km/h, 50, 51, 52 km/h mal drauf. Husten tut auch schön. Bremsen tut auch als sehr gut. Wie wir sehen, also passt es ganz gut. Hängen wir den mal ab und wir werden uns jetzt gleich hier haben wir den Zugmaul mal testen. Standard von Giants. Rückfahrlicht hat er. Ja.
Gehen wir jetzt noch auf den Kugelkopf. Dann sind wir jetzt hier auf dem Kugelkopf. Da geht ja auch schön die Elektraulik. Da sieht man, dass der Attacher nicht so ganz passt. Dann werden wir uns jetzt hier noch ein Teil besorgen für die Elektraulik zum Testen. Wo haben wir hier? Wir nehmen hier uns ein Mehr vom Böttinger. Den nehme ich am liebsten. Und da werden wir schauen, irgendwo wird doch der stehen. So, jetzt nehmen wir hier die Frontelektraulik mal Angriff. Also sehen wir hier, das passt ja auch ganz gut. Dann nehmen wir hier die Heckelektraulik. Ja, sehen wir hier ganz gut. Passt ganz gut. Schöner Mod. Wirklich, muss man wirklich sagen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch, euer Franz.